Hallo und herzlich willkommen zu MyBGL vor Ort. Heute wieder einmal aus dem Deutschen Bundestag. Hier hat heute eine öffentliche Anhörung zur Lkw-Maut stattgefunden. Die Bundesregierung plant bekanntlich zum Januar 2023 die Lkw-Maut zu erhöhen und die SPD-Bundestagsfraktion hatte den BGL als Sachverständigen zur öffentlichen Anhörung eingeladen. Ich selbst hatte die Gelegenheit, hier im Ausschuss vorzusprechen und die Bundesregierung und die Parlamentarier darauf hinzuweisen, dass diese Mauterhöhung zur absoluten Unzeit kommt. Inmitten der Krise, in der die mittelständischen Unternehmer ohnehin schon stark gebeutelt sind, mit sehr vielen Preissteigerungen zu kämpfen haben und anstelle die Unternehmer zu entlasten, was rechtlich möglich gewesen wäre, setzt die Bundesregierung auf eine geringfügige Mauterhöhung. Das schadet dem Mittelstand, das schadet der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Diskutiert wurde aber auch darüber, wofür die Maut verwendet werden kann. Und auch hier habe ich nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass der Maut auch ein Qualitätsversprechen gegenüberstehen muss. Angesichts von 40.000 fehlenden Lkw-Stellplätzen, angesichts von einem Zustand von PVC- und WC-Anlagen, der für Lkw-Fahrer und Lkw-Fahrer absolut unangemessen ist, angesichts von einem enormen Sanierungsstau auch bei den Bundesfernstraßen. Wie geht es jetzt weiter? Es ist nicht zu erwarten, dass die Bundesregierung und das Parlament noch etwas an der Einführung oder der Erhöhung der Lkw-Maut ändern. Gleichwohl ist der BGL nach wie vor im Dialog mit dem Parlament, mit den Parlamentariern und der Bundesregierung, um eine Entlastung in der schwierigen Situation für die Unternehmer zu bewirken, insbesondere auch für die Unternehmer, die auf LNG-Technologie gesetzt haben. Und bei mir steht jetzt Martina Engelhardt-Kopf von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Berichterstatterin für Güterverkehr und Logistik. Frau Engelhardt-Kopf, was haben Sie aus der Anhörung zur Lkw-Maut, die ab 2023 erhöht werden soll, mitgenommen? Ja, ich bin sehr froh, dass die öffentliche Anhörung stattgefunden hat, weil jetzt hier die Unternehmer auch vor Ort vorgesprochen haben. Sicht aus der Praxis, das ist ganz wichtig. Und es hat eben gezeigt, dass jetzt die Lkw-Mauterhöhung zur absoluten Unzeit kommt. Was wurde gesagt? Was sollte stattdessen die Bundesregierung besser tun in dieser aktuellen Krisensituation? Aus Sicht der Unternehmerinnen und Unternehmer, das ist auch die Sicht der Union, müssen wir die Mauterhöhung zeitlich verschieben ans Ende des kommenden Jahres, um auch Planungssicherheit zu erreichen. Jetzt noch nicht weiter stärker die Unternehmer zu belasten. Es gibt nur noch Belastungen und Ankündigungen, wer wann entlastet werden soll. Aber es kommt nichts, keine Unterstützung der Bundesregierung für Mittelständler. Und wir können hier nicht weiter, immer weiter oben was drauflegen. Deshalb zeitliche Verschiebung, Zusammenfassung der Mauterhöhung, auch mit der sowieso geplanten CO2-Differenzierung im kommenden Jahr, um hier für Planungssicherheit zu sorgen und jetzt erstmal nicht weiter zu belasten. Also, wir haben es gehört, keine Belastung, Planungssicherheit für die Unternehmen und Verschiebung dieser Mautreform. Das waren die Aussagen und wir haben auch gehört in der Anhörung übrigens, dass es rechtlich möglich ist. Danke, Frau Engelhardt-Kopf. Ganz herzlichen Dank, wir bleiben dran.